Hallo bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit den Aggregatzuständen. So werden als Aggregatzustände die unterschiedlichen Zustände eines Stoffs bezeichnet. Es werden drei klassische Aggregatzustände unterschieden. Erstens fest, zweitens flüssig und drittens gasförmig. Durch die Veränderung von Temperatur und Druck können sich Aggregatzustände ineinander umwandeln. Im festen Aggregatzustand behält der Stoff seine Form und sein Volumen bei. Im flüssigen Aggregatzustand behält der Stoff sein Volumen bei, aber die Form ist unbeständig. Im gasförmigen Aggregatzustand entfällt die Volumen- und Formbeständigkeit. Wasser zum Beispiel kann alle drei Aggregatzustände einnehmen. In den drei Aggregatzuständen hat Wasser jeweils eine besondere Anordnung der Moleküle. Zwischen den Molekülen sind die Abstände im Eis größer als im flüssigen Zustand. Eis ist daher leichter als Wasser. Im festen Zustand entsteht durch die Wasserstoffbrückenbindungen eine kristallartige Struktur. Die Sauerstoffatome sind tetraedrisch angeordnet. Es bilden sich große Hohlräume zwischen den Molekülen. Im flüssigen Zustand bilden sich weniger Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Wassermolekülen aus. Die Bindungen werden immer wieder getrennt und an anderer Stelle neu gebildet. So können sich die Moleküle umherbewegen. Die Zahl der Bindungen bleibt aber konstant. Im gasförmigen Zustand bewegen sich die Moleküle stark durcheinander. Die Moleküle bilden im gasförmigen Zustand keine Wasserstoffbrückenbindungen untereinander aus. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Die unterschiedlichen Zustände eines Stoffs werden als Aggregatzustände bezeichnet. Es werden drei klassische Aggregatzustände unterschieden: fest, flüssig und gasförmig. In allen drei Aggregatzuständen kann Wasser vorkommen. In jedem Aggregatzustand hat Wasser eine besondere Anordnung der Moleküle. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du unter dem folgenden Link abrufen. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up.